Hey Leute, in diesem Video habe ich euch eine von mir erstellte Kollektion von den Top 5 der coolsten Lichtschwerter zusammengestellt. Das ist jedoch nur meine Meinung, weshalb ihr euch auch eure eigene Meinung bilden könnt. Auf dem fünften Platz steht bei mir das Lichtschwert von Kylo Ren. Kylo Rens Lichtschwert bestand aus einer roten Hauptklinge und zwei kleineren Parierklingen. Kylo Ren war der einzige bekannte Besitzer dieses Modells. Das Design der Klinge stammt jedoch aus der Zeit der Geißel von Malachor, welche viele tausend Jahre zurückliegt. Da es sich um einen gesprungenen Kyberkristall handelt, musste man die beiden Parierstangen hinzufügen, um die Energie abzuleiten, die von der Hauptklinge nicht verwendet werden konnte. Der beschädigte Kristall verursachte auch die Instabilität der Klinge. Auf dem vierten Platz steht bei mir Mace Windus Lichtschwert. Mace Windus Lichtschwert war das unverwechselbare Lichtschwert des Jedi-Meisters Mace Windu. Der Griff silber mit schwarzen und goldenen Elementen, während die Plasmaklinge die Farbe eines Amethysts hatte, ein kräftiges Violett. Mace Windu war ein hervorragender Lichtschwertkämpfer. Auf dem dritten Platz steht bei mir das letzte Lichtschwert von Darth Maul. Mauls Lichtschwert war ein Lichtschwert mit roter Klinge, das vom ehemaligen Sith Darth Maul getragen wurde. Er benutzte es 10 Jahre vor der Schlacht von Yavin in einer holographischen Übertragung an Kira. Auf Malachor kämpfte er mit diesem Schwert gegen Inquisitoren Ahsoka Tano und Kanan Jarrus. Auf Tatooine wurde Maul von Obi-Wan Kenobi bei einem Kampf getötet. Das Lichtschwert wurde dabei zerstört. Außerdem konnte das Schwert mit einem knorrigen Aufsatz als Gehhilfe genutzt werden. Auf dem zweiten Platz steht bei mir Count Dookus Schwert. Über dieses Lichtschwert habe ich schon mal ein Video gemacht, weshalb ich es nur kurz aufgreifen werde. Dookus Lichtschwert war das persönliche Lichtschwert von dem Sith Lord Darth Tyrannus. Der Chromgriff war gebogen und ermöglichte Dooku somit höchste Präzision. Die Waffe wurde ursprünglich von einem blauen Kyberkristall angetrieben und verfügte über 7 Kühlrippen. Dooku nutzte es sowohl als Jedi als auch später als Sith Lord. Auf dem ersten Platz steht bei mir das Dunkelschwert. Bei dem sogenannten Dunkelschwert handelte es sich um eine antike Lichtschwertwaffe, die ihren Namen aufgrund der Klingenfärbung erhielt. Die Waffe wurde zu einem Unikat unter den galaktischen Artefakten und war in den Augen der Mandalorianer ein mächtiges Symbol von Autorität, Führerschaft und Macht. Gemäß den Traditionen der Mandalorianer war jedes Individuum, welches das Dunkelschwert führte, der rechtmäßige Herrscher über die Mandalorianer. Obwohl das Dunkelschwert sehr stark an die Lichtschwertwaffen der Jedi angelehnt war, so war es trotz allem in seiner Farbe und auch in seiner Form einzigartig in der Galaxis. Die Spitze des Dunkelschwertes mündete in einen leichten Winkel, der so auch bei normalen metallischen Schwertern zu finden war. Der Griff des Dunkelschwertes war in seiner geometrischen Form rechteckig und gräulich. Das unorthodoxe Lichtschwert selbst wurde gemäß mandalorianischer Legenden 1000 Jahre vor den Klonkriegen und dem Aufstieg des Imperiums von dem ersten mandalorianischen Jedi-Ritter Tarr Whistler in dem Jedi-Tempel auf Coruscant geschmiedet. Seine mysteriöse Waffe verwahrte der Jedi-Orden nach dem Tod des Jedi-Ritters im Inneren des Jedi-Tempels, bis die Mitglieder des Whistler-Clans zur Zeit des Falls der Alten Republik unbefugt in das Jedi-Heiligtum eindrangen und das Schwert entwendeten. Obwohl dem Haus Whistler die Herrschaft abhanden kam und sich zur Zeit der Klonkriege in den Händen von Haus Kreis befand, verblieb das Dunkelschwert im Besitz von Haus Whistler. Doch das Schwert gelang in die Hände von Darth Maul. Im Jahr 2 vor der Schlacht von Yavin besaß Maul die Waffe noch immer und bewahrte sie in einem Schrein mit Erinnerungen aus seiner Zeit als Anführer des Schattenkollektivs auf, aber dann besaß Sabine Wren sie. Das Dunkelschwert gelangte letztlich in die Hände von Gideon, einem totgeglaubten und skrupellosen Offizier des galaktischen Imperiums. Aber wie findet ihr meine Meinung oder wie ist eure Meinung? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Star Wars Videos mehr verpassen wollt. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.